Manchmal sind es die Spiele, von denen man es am wenigsten erwartet, die, die einen am meisten begeistern. So auch Unpacking. Das Spiel wurde zwar zum Release in der Indie-Szene in den Himmel gelobt, aber echt jetzt? Ein Spiel, bei dem es ums Auspacken geht? Ein Spiel, welches man einwandfrei so spielen kann? Weil das Gameplay so aussieht? Naja. Innerhalb hebt es sich von anderen Spielen ab und als es dann einmal im Sale war, habe ich es mir auch gekauft und es dann erstmal getrost vergessen. Bis es mir neulich so mies ging, dass ich kaum aus dem Bett kam und so kam ich auch in den Genuss, es zu spielen und sah überraschenderweise eine Geschichte, die komplett ohne Worte funktioniert. Das Spiel wechselt nämlich immer wieder die Umgebung. Packt man zu Beginn noch ein Kinderzimmer ein, macht das Spiel anschließend einen Zeitsprung und man richtet eine Studentenwohnung ein, gefolgt von einer WG und so weiter. Das Geniale dabei? Dabei erzählen die Entwickler die Lebensgeschichte einer Figur. Das Kinderzimmer ganz am Anfang ist zwar so detailreich und liebevoll, wie es gleichzeitig auch nicht sagen lässt. Sailor Moon Rucksack, Farbstift auf dem Tisch, Kuscheltiere auf dem Bett. Es hätte auch mein Zimmer sein können. Das ändert sich jedoch, sobald man dort wegzieht. Man sieht zum einen, was die Person mitnimmt und dadurch auch, was der Person zu diesem Zeitpunkt wichtig ist, wie ihre Kuscheltiere. Man erfährt aber auch zum ersten Mal, dass man eine Frau spielt, wenn man das hier auspackt. Und damit habe ich euch die Art, wie Unpacking seine Geschichte erzählt, naja, auch erzählt. Jedes Mal, wenn man umzieht, sieht man, was die Person mitgenommen hat, beziehungsweise was neu hinzugekommen ist. So hatte unsere Figur früher eine Gliederpuppe bei sich, die dann in späteren Wohnungen komplett fehlt. Ganz klar, sie kann das dann ja auch. Sie hat Bücher zur Anatomie gekauft und das Zeichnen erlernt, da braucht sie die Figur auch nicht mehr. Ein weiteres Beispiel ist, dass sie irgendwann in eine WG zieht, die bereits voller Nerdkram ist, mitsamt einem passenden Sailor Venus Cosplay. Und man weiß sofort, die Person, die man spielt, steht auf so etwas. Sie fängt andere Hobbys an, trifft neue Leute, reist an neue Orte. All das nur erzählt ihnen neue Gegenstände hinzukommen und alte fehlen. Dazu kommen kleinere Geschichten wie, dass ein Schuh aus dem Karton mit Kochutensilien hervorkommt, weil da im Schuhkarton war kein Platz mehr. Trotz der selbst auferlegten Einschränkung reines Environmental Storytelling zur Betreibung, also nur über die Umgebung seine Geschichte zu erzählen, hatte ich am Ende das Gefühl, dass ich die Hauptperson und ihre Erlebnisse gut kennengelernt habe. Hat man als Erzähler immer die Angst, die andere Person kommt nicht mit und erzählt deshalb lieber alles bis ins kleinste Detail, sagt Unpacking. I don't give a shit, ob du jedes Detail siehst. Ich erzähle meine Geschichte eh so, dass du mitkommst. Da muss es dir nicht auffallen, dass die Person irgendwann einmal Rückenschmerzen kriegt, weil später hat sie sowieso einen Stock und du denkst nach, warum das wohl so ist. Nirgends hat man ein Poster im Sinne von Girls Rule oder Oh my back. Normalerweise würde ich hier etwas in die Richtung von Spielehersteller, schaut euch dieses Spiel an und macht es ihm nach, sagen. Das Problem, die Genialität von Unpacking ist es, was es so besonders macht. Auf dem Papier hört sich das ganze Konzept ja auch saudumm an. Du klickst auf eine Kiste und dann auf eine Stelle, wo das Ding aus der Kiste hinkommt. Ende. Das macht es aber mit so viel Liebe, dass es jeden Preis, den das Spiel gewonnen hat, auch verdient. Selbst ein Unpacking 2, welches die Macken vom ersten Teil ausbessert, könnte niemals dieselben Emotionen hervorrufen, wie es dieser Teil hier gemacht hat. Und ja, das Spiel ist nicht perfekt, da es manchmal etwas spezifisch ist, mit wohin man Sachen verstauen kann, damit es auch zählt, und es Fälle gibt, wo ich mich gefragt habe, was ich hier gerade ausgepackt habe. Oder könnt ihr mir sagen, was das hier sein soll? Es ist kein Zeichentablett für den PC. Und ja, Spiel, ich habe gern meine Bettwäsche auf dem Bett. Die Chancen stehen gut, ich ziehe es mir an, um danach ins Bett zu gehen. Ach ja, übrigens. Das war ein Notizbrett für den Kühlschrank. Ich weiß das, weil ich es im Internet in einem Guide gelesen habe. Das ist aber bei weitem kein Dealbreaker. Landratten, ich habe gerade mal an der Oberfläche gekratzt, was das Spiel so bietet. Das Spiel hat Wendungen, welche schlussendlich auch in einem zufriedenstellenden Ende münden. Wenn ihr euch jetzt also denkt, ja, ich hätte schon mal mit Bock auf ein Comfy Game mit einer persönlichen Geschichte. Greift zu! Ein solches Spiel mit einem solch genialen Storytelling findet man nicht alle Tage. Meine Landratten.